Hi Leute, heute für euch in der Vorstellung die Adidas Adipure 11 Pro. Der 11 Pro kommt als neue Version der Adipure Linie. Erstmals dabei kommen die Adidas Adipure Schuhe nicht mehr aus einem K-Ledermaterial wie noch die Version 4, sondern aus einem Taurus-Ledermaterial. Taurus-Leder ist dabei kein neues Material. Taurus-Leder kommt bereits im Predator zum Einsatz und zeichnet sich auch da für eine hohe Ballkontrolle aus oder vor allem durch ein extrem hohes Ballgefühl. Zudem wird beim Adipure 11 Pro das Ledermaterial geschützt, indem man an der Front auf ein Dura-Coating-System einsetzt. Dura-Coating schützt dabei vor allem an der Vorderseite die Schuhe und vor allem auch das Ledermaterial. Die anderen Besonderheiten der 11 Pro Fußballschuhe finden sich vor allem auf der Unterseite. Bei der Unterseite ist es so, dass der Adipure erstmals auch mit der Sprintframe-Sohle kommt. Die Sprintframe-Sohle ist dabei bereits bekannt aus dem Adi Power sowie dem Adi Zero. Neu jedoch ist auch, dass der Adi Pure endlich die Mi-Coach Cavity bietet. Das heißt, auch hier ist das Einlegen eines Speedpods auf Wunsch möglich. Bewegungen und Richtungswechsel können somit aufgezeichnet werden. An der Front der Schuhe sehen wir eine weitere Neuerung, hier und hier. Dabei handelt es sich um die Flexzone und um die Plus-Flex-Technik. Beide Techniken sind dabei dafür da, um die Schuhe möglichst flexibel im Vorderfuß zu halten, was die Spieleigenschaften der Schuhe erhöht. Neu beim Adipure ist zudem, dass die vorderen beiden Stollen sowie der hintere beiden Stollen gewechselt werden kann. Die Schuhe, also die Adipure, richten sich mit den Eigenschaften auch weiterhin an Spieler, die auf der Suche nach einem weichen Lederschuh sind.